Eine täuschend echte Spiegelung. So. Hier muss ich wahrscheinlich dann über die Bäume hopsen, oder? Ja, genau. Zack. Baumschulen hüpfen. Und jetzt? Auf die Straße oder... Okay, sieht man... Ah, da. Bestimmt da drüben in dieses Haus hinein. Das sieht nämlich so aus wie... Geh hier rein. Oh, guck mal hier, Blumen. Die sind echt cool. So. Haben wir noch ein paar Gemälde? Ach, hier immer das berühmte Bild mit jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Mit James Dean. Und was, James Dean oder Elvis Presley? Einer von beiden sitzt halt hier und futtert einen Burger. Das ist ein ganz total berühmtes Bild. Da hält mir wieder ein, dass ich damals vor 10 Jahren gesagt habe, wenn ich meine erste eigene Wohnung habe, möchte ich auch ein großes Bild mit diesem Motiv in meinem Wohnzimmer hängen haben. Ich sollte diesen Plan mal in die Tat umsetzen. So. So, jetzt hopse ich hier wieder über diese Wassersteinchen. Geschickt wie immer. Und, ja. Was ist das eigentlich hier? Ah. Egal, auf jeden Fall muss ich hier wieder über die Bäume drüber. Piu, piu. Oh mein Gott. Oh, das tut euch wieder weh. Au, 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 au. Ah. So, was man hier nicht alles für euch tut, ne? Zerpikst man sich sogar noch den Popo. So, das ist irgendwie so ein bisschen langweilig. Verdammt. Ah, hier sind die beiden M's. Ja, hier sind die beiden M's. Ich habe die beiden M's gefunden. Und jetzt nicht die M's für McMommels. Ja. Ich musste mir jetzt irgendwas ausdenken, was mit zwei M's funktioniert. Genau, das ist nämlich das Haus der M&M's. Smarties not allowed here. So. Hep, hep. Ach, sag mal an, jetzt ist... So, und jetzt... Jetzt aber, genau. So, jetzt hier oben hin und da auch noch. Und hier auch noch hoch. Und dann da drüben. Uah. Oh, das sieht mir hier schon fast verdammt nach Ende aus. Es ist da vorne. Da vorne ist das Sternenfirmament. Und runter. Juhu! Bams, geschafft. So, was habe ich jetzt hier vorne? Da ist ein Knopf drin. Und das sieht aus wie ein Zombie-Kopf. Beziehungsweise ein Kristallschädel. Denn wir sind jetzt hier im Königreich des Kristallschädels. So, da muss ich von oben reinspringen. Deswegen, ja, jetzt einfach hier so rüber. Am besten natürlich... Wenn es auch funktionieren würde. Würde. Juhu. Zack. Wapp. Ach, verdammte Axt. Nochmal das Ganze. Also von Anfang gehen wir wieder so lang, so hoch und jetzt hier einfach drüber gehopst. Und da sollte ich diesmal vielleicht einfach den Rennsprung nehmen, genau wie hier. Auch wenn es bestimmt auch mit einem normalen Sprung ginge, aber... ist denn jetzt hier? Das ist doch Schiebung hier. Erneute Schiebung. So. Ihr hört ja schön das Klackern von meiner Tastatur. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, oh, es sieht aus nach... Ich hoffe, die fallen jetzt nicht gleich runter, oder? Nee, fallen sie nicht. Sehr gut. So, Kristallschädel, schauen wir uns mal dein Gehirn an. Du hast einen Wasserkopf. Press Button. Woo! Oh nein, Drogensprung! Uah. Juhu! Ja, ein 1A LSD-Tunnel. Tunnel. Ein 1A LSD-Tunnel. Und jetzt? Geht die Licht an. Musik spielt. Thanks for playing! Juhu! Dun, dun, dun. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Ja. Alle Lichter angemacht. Put the Bonsai Tree here. So, und so legen wir den Bonsai-Baum zurück an seinem Bestimmungsort. Auf das er das Schicksal der Welt bestimmt. Der Welt vom Minecraft's Edge. Ja, liebe Leute, ne, meint... Oh, lecker Kekse! Juhu, Kekse! Mam, 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 lecker Kekse.
Ja, liebe Leute, das war's gewesen. Minecraft's Edge 2. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich kam mir diesmal auch ziemlich gut durch. Und ja, ansonsten, wie immer, bedanke ich mich fürs Zuschauen und schon mal im Voraus für all die tollen Kommentare, die ihr schreiben werdet. Natürlich wird es noch mehr Minecraft geben und ich bin auch derzeit heiß auf der Suche nach Maps, die ich so spielen kann. Also vorwiegend Parkour-Maps oder Adventure-Maps oder habt ihr vielleicht einfach mal eine eigene Let's Play-Welt, die ich mal für euch Let's Showen soll oder einfach irgendwas in Minecraft. Schreibt es mir in die Kommentare oder schickt mir eine private Nachricht auf YouTube. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch sehr gefallen, beziehungsweise, nee, habe ich auch schon gehofft. Also nochmal das Ganze. So, also nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hiyuga.